Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Slow Boys Racing. Es ist viel zu früh heute Morgen. Prost. Wir gehen auf Anno, wie wir schon im Titel gelesen haben. Es ist jetzt 5:30 Uhr. Jetzt müssen wir dann mal los. 2 Stunden haben wir. Also mit unseren Autos 2,5. Eine Stunde sind wir nicht. Genau. Wir nehmen euch einfach mal mit. He. Es wird langsam französisch. Ich merke den Landwechsel in meine Sprache. Wir sind noch unterwegs für ungefähr eine Stunde. Wir haben uns gekauft eine leckere Sandwich. Eine Baguette. Da gab es nicht die einzigen, schon ein paar Leute mit dem Trailer den Racecar überholt auf der Autobahn. Mal gespannt, wer wir denn dort so antreffen. So, wir sind vor Ort. Das erste Mal jetzt mitgefahren, Kisi, bei mir. Also Einführrunde haben wir zuerst gemacht. Ja, genau. Es war jetzt alles ein bisschen stressig am Morgen. Also wir sind angekommen und dann mussten wir uns anmelden, Kleberli holen fürs Auto. Der Kisi hat noch einen Helm gebraucht. Das heisst, sind am 8. vor Ort. Um 10 vor 9 war natürlich noch niemand da. 9 die Einführrunde angefangen. Ja. 5 vor 9 mit dem Helm zum Auto gelaufen. Voll stressschnell angekleidet. Den Einführrunden sind wir einfach ein bisschen nachgefahren, dass wir mal die Strecke ein bisschen wissen. Wir haben ja beide gar keine Ahnung. Relativ klein. Ein paar Kurven. Aber ihr seht ihn dann nachher. 3 Kilometer. Ja, stimmt. Ja. Genau. Es gibt 2 Setups. Hinten gibt es noch gerade. Die ist aber jetzt scheinbar nicht offen. Also wir machen noch die kleinen. Aber für uns ist das gut. Wir haben keine Leistung und wir wollen keine gerade. Wir wollen nur Kurven. Ja. Genau. Aber ihr seht nachher sicher auch noch eine komplette. Zeigen wir einfach mal ein bisschen Eindrücke da von heute. Selber noch ein bisschen am Verarbeiten. Change. Machen wir da die 2. Runde im Civic und der wieder mit. Es hat gerade eine rote Flagge gegeben. Jetzt bin ich gerade so warm geworden nach 2 Runden und dann haben wir wieder raus müssen. Irgendein hat den Virtual abgeschleppt mit einem Motorproblem. Ja, jetzt warten wir, bis die Strecke wieder freigegeben wird. Dann sehen wir mal da raus. Ich fühle mich mal den Raffi, wenn er das sendet. Wahrscheinlich sieht es so richtig langsam aus im Video, aber Jungs, das ist schon geil. Du musst einfach alles rausschneiden, wo dich Leute überholen. Wir sagen dir, also wir sind die Langsamen. Es hat auch ein bisschen normale Autos zwar, aber es hat auch also ganz extremen Scheiß. Also wirklich ganz krankes Zeug. Also so. So mit Slicks, irgendein Ami.
Also es hat viele Rennwege, wo wirklich, also wirklich Rennwege, keine Strassenzulassung, nichts. Also ich würde sagen, fast die Hälfte. Ja, die... Ungefähr. Aber jetzt geht's los. Ja. Bis nachher. Krise wieder mal. Typisch. Typisch BMW. Typisch Krise auf der Rennstrecke. Sein Auspuff ist wieder zu weit unten. Ja, da. Oh, schau, der Gummi. Klar. Weiss gelegen. Gerissen, hä? Gummigerissen, ja. Ja. Jetzt ist er schon wieder da oben, weil er voll runtergelähmt. Und wo wir von der Strecke sind, haben wir das Gefühl, dass Scheiße ist verdammt laut. Also der Flansch also geil, wahrscheinlich... nicht Scheiße. Ja, geil. Gut. Dann noch ein paar Kabelbinder dran. Dann sollte er schon wieder heben. Gute, hä? Halb. Hallo. So, es kommt immer besser. Der Krise wieder unter dem BMW. Typisch. Nein, wir hatten jetzt irgendwie gemerkt, dass die Spur irgendwie komisch ist. Das Lenkrad war komisch und es hat sich irgendwie an der Kurve komisch angefühlt. Wir gehen mal auf Suche. Sind dann gerade rausgefahren. Und ja, schauen wir mal. Irgendwas jetzt die Spur verstellt oder so, nehmen wir mal an. Die Pneu, schauen wir mal. Das ist ein übler Hurenantrieb hier mit dem Zeug. Sieht alles gut aus? Scheiße, hä? Kisi, wo ist es? Grüße an Marco, hä? Wir haben ein lockeres Rad. Ja, diese sind los, komplett. Ja, ganz los. Oh, die sind auch heiß. Hä? Die Theorie von mir doch geschummen, Kollege. Das ist die erste Geschichte. Nein, nein. Los, das Rad würde ich merken. Ja, ja. Hey, ziehen wir da mal an, hä? One hour later. So, es trifft nicht nur mich, sondern der Rest. Ja, mal noch. Also, er läuft noch eins an. Aber jetzt, gerade, als ich rausgefahren bin, habe ich noch ein bisschen laufen lassen, um tanken zu gehen. Ist auf zwei Motorlampen angegangen. Aber weißt du, nach dem Prügeln alles. Erst, wenn er einfach da steht. Ja, ja. Ich muss ein bisschen abkühlen und hoffen, dass sie nachher weg ist. Ja, ja. Aber mein macht jetzt aufs Mal so Geräusche und das Lenkrad ist immer schräg. Für dich ist fertig, hä? Ja. Hoffentlich können wir noch irgendwie heim. Aber ich glaube, einfach ein bisschen Auto, wenn 120 geht schon. Sir. Halb sechs jetzt. Also so, Jungs. Wir sind gerade im Civic noch zusammen. Neu gefilmt natürlich, wie immer. Und wie war es? Crazy. Sick. Streng. Ah, oh, wäre geil. Ah, ist das geil. Das ist so geil, das Ding. Ist das geil? Affe geil. Ja, ich kann nicht mehr aufhören. Und es ist so perfekt gelaufen. Die Bremsen sind nie schlechter geworden. Die Pneu ist nie schlechter geworden. Der hat gedacht, komm, fahren wir durch. Sind wir, also, wir haben keine Ahnung, wie lang es war, aber es war lang. Eine Stunde. Wahrscheinlich schon. Aber das war so geil. Unbeschreiblich, ohne Scheiß. Das war so, so schön. Verzählt. Nein.
Ist geil, jetzt geht es langsam heim. Hey. Zu den Einladungszeugen. Schau mal die Pneuspuren hier. Von diesen ganzen guten Pneustückchen, die hier oben liegen. Schau mal. Da, oder schau mal da. So, alles. Alles voll. Jetzt muss man die Lungen entwickeln. Also, die sind überall überall. Ja, jetzt gibt es wenig nichts Spannendes mehr. Wir gehen jetzt einfach mal heim und hoffen, es schafft es. Die Krise hat noch ein Problem. Ja, ja, ich hatte schon. Ja, ja. Gut, gut, tipptopp. Also, sonst gibt es dann auch ein Update. Gut, halt. Update? Wenn es heim geschafft gestern. Was ist das Fazit? Fazit war sehr schwierig, um irgendwas gescheit zu filmen. Wir haben sogar gesehen, dass das Videomaterial im Auto richtig wack ist. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen den Fehler gemacht und am Nachmittag nicht mehr gefilmt. Wir haben eigentlich so ziemlich die ersten Runden gefilmt, wo wir natürlich noch nicht so on sind. Also wenn wir jetzt in einem Tag schon gelernt haben, von nur Track fahren, innerhalb von einem Tag, ist eigentlich relativ schon krass, finde ich. Mhm. Also so, du gewöhnst dich recht schnell dran, um einfach mal das Auto ganz anders beanspruchen, wie du so auf der Straße kennst. Also es ist ein komplett anderes Fahren. Bremsen ist halt nicht Bremsen, sondern es ist halt jedes Mal einfach 120% Anker werfen. Sonst ist heute mit dem Civic mega zufrieden. Klar, wir könnten mal noch Lenker geben, machen auch mal noch ein bisschen mehr Sturz geben, vor allem vorne. Aber wir müssen einen Sturzversteller und alles holen. Aber eigentlich alles Details, haben mega gut gegeben. Die Motorlampe ist nicht mehr gekommen, wieso sie kurz gekommen ist, keine Ahnung. Also scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ja, und beim BMW müssen wir jetzt ein bisschen Improvements machen, dass er dann für nächstes Mal auch mehr ready ist, oder? Ja, genau. Also meine Sorge, dass er überhitzt, ist nicht eingetroffen, das ist schon mal gut. Ja, fix. Mehr, mehr auch Einstellungen, Lenkung, mehr Sturz. Ja, ich habe voll über Vorderachs weggeschoben, immer den Reifen dann überfahren und überhitzt den Reifen. Definitiv mehr Sturz, Vorderachs, Hinterachs schlecht gegangen. Ja. Sonst. Hoffentlich hat es euch gefallen. Es gibt drei Clips am Ende vom Fahren. Bleibt dran und stützt uns, dann haben wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen professionelleres Video auf so einem Track. Ja, können wir uns vielleicht so eine Action-Cam leisten oder so eine GoPro? Ja, wir sagen eine riesen Traumerfüllung wieder mal so, dass wir das erleben können. Peace out, hä? Tschö.